Und dann gleich auf den Auftritt von Jimmy Connors gegen Martin Sinner, den Stuttgarter, dem die gleiche Aufgabe zufällt wie in der ersten Runde bereits dem Kanadier Larot. Er muss nicht nur gegen die Zuschauer ankämpfen, sondern auch gegen Jimmy Connors, oder man kann es auch umgekehrt sagen, nicht nur Jimmy Connors, sondern auch möglicherweise 12.000 Zuschauer, so der Center Court gleich gefüllt sein wird. Ich darf abgeben an meinen Kollegen Eberhard Fickemeyer, der Ihnen dieses Spiel kommentieren wird. Auf dem Center Court hat dann Klaus Bokelberg die Bildregie. Der Weltstar gegen das im deutschen Tennis unbekannte Wesen, so könnte die Dachzeile zu diesem Spiel lauten. Jimmy Connors, der einen kleinen Ausflug zurück in die Turniergegenwart wagt, gegen die Nummer 4 im deutschen Tennis, Martin Sinner, den kaum jemand kennt. Ich habe gestern Abend noch mit ihm sprechen können. Er sagt, sein Hauptproblem wird sein, wie er mit den Zuschauern, mit dem Platz fertig wird. Da haben wir ihn. Er geht nicht ehrfürchtig hinterher, hinter dem großen Jimmy Connors, dem jetzt hier die Zuschauer ihre Ovationen machen. Ein triumphaler Empfang, ähnlich wie im Erstrundenspiel gegen den Kanadier Sébastien Larot. Jimmy Connors ist hier nicht angetreten, um Geld abzukassieren, sondern wer ihn kennt, weiß, dass er immer sein Bestes gibt. Das reichte mit 42 in der ersten Runde. Ob es heute gegen Martin Sinner reicht, muss sich zeigen. Der Deutsche hat sich, wie gesagt, keine besondere Taktik zurechtgelegt, hat aber den großen Vorteil, dass er Connors gegen den Kanadier gesehen hat und dass Jimmy Connors ihn überhaupt nicht kennt. Das unbekannte Wesen im deutschen Tennis also gegen Jimmy Connors, der sich nicht nur für Tennis, sondern auch für andere Dinge engagiert. Wir wollen Ihnen zunächst eine kleine Einstimmung zeigen von Martin Wolf. 3 Jahre kein Rasenplatzturnier mehr, aber den Matchball hatte er. Jimmy Connors konnte es selbst nicht so recht fassen. Schon ein Dutzend Jahre vorbei seine allerbeste Zeit und noch immer schlottern Gegnern wie dem 82. der Weltrangliste Sébastien Larot die Knie vor ihm. Einige hatten ja kritisiert, dass dieser alte Mann noch eine Wildcard bekam. Nun aber drängten sich wieder alle um ihn. Also eine steht fest, stellte Connors klar. Woche für Woche will ich sowas nicht mehr tun. Aber es würde mir schon Spaß machen, hin und wieder mal so ein Turnier wie Halle einzuschieben. Solange es mich körperlich nicht völlig überfordert, dann hätte es natürlich keinen Sinn mehr. And then I would just have to say no. But I, like I said, I couldn't do it week after week anymore. Gegen den übernervösen Kanadier Larot machte es noch Sinn. Einige Punktgewinne gelangen Connors, als habe der Tennisgott die Uhr nochmal zurückgedreht. Der Rummel um den 5-maligen US Open und 2-maligen Wimbledon-Sieger hat plötzlich auch ihn in den Mittelpunkt gerückt. Fast verlegen registrierte Martin Sinner gestern das plötzliche Interesse an seiner Person. Kaum einer hatte in März und April seine 2 Turniersiege in Kopenhagen und Johannesburg zur Kenntnis genommen. Nun plötzlich ist er gefragt, nur weil er heute gegen Tennislegende Connors antritt. Zwar schützt er seine Sprunggelenke noch vor jeder Trainingseinheit, doch die schweren Jahre mit 3 Operationen nach Bänderrissen sind endlich vergessen. Anfang 94 noch Rang 380, nun bereits unter den ersten 50 der Weltrangliste. Auch Trainingspartner Jörn Renzenbring fiebert Sinners Match entgegen. Ob er sich noch an alte Partien von Jimmy Connors erinnern könne, wollte er wissen. Ja, die von 1975 Wimbledon habe ich mir nochmal angeguckt. Sehr aufschlussreich. Vor allem die Frisur ist gut von Jimmy. Der Pilzkopf der Beatle-Jahre ist längst einer modernen Gel-Frisur gewichen und auch sein böser Bube-Image hat Connors längst abgestreift. Gestern etwa stellte er sich spontan einem Behindertenprojekt in Gütersloh zur Verfügung. Therapeutisches Reiten soll entwicklungsgestörten sowie geistig und körperlich behinderten Kindern zu mehr Selbstvertrauen verhelfen. Der Bau einer zur Hälfte von Turnierchef Weber finanzierten Reithalle soll in wenigen Tagen in Angriff genommen werden. Mit dem gemeinsamen ersten Spatenstich gab Jimmy Connors ein medienwirksames Startsignal. Der Vater eines gesunden Sohnes versteht seinen kleinen Auftritt als pure Selbstverständlichkeit.
Auf sowas kommt es doch einfach an im Leben, meinen Sie nicht auch? So eine Gelegenheit muss man doch einfach wahrnehmen. Ich habe bei dem Turnier hier so eine nette Einladung bekommen. Mich davon überzeugen können, wie die Webers sich für das Projekt einsetzen. Ein klein wenig an die Gemeinschaft zurückzugeben. Darum geht es doch. Giving back to the community. That's what it's all about. Gegen solch eine Persönlichkeit antreten zu dürfen, erscheint Martin Sinner schon fast wie ein Geschenk. Ja, ich freue mich drauf. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal die Gelegenheit habe, gegen so eine Legende zu spielen. Was den 27-Jährigen an Connors besonders imponiert, liegt auf der Hand. Wie gesagt, sein Kampfgeist, seine Einstellung nie aufzugeben und dass er auch auf allen Belegen eigentlich ganz gut gespielt hat. Mit druckvollem Spiel will der Stuttgarter Connors begegnen, damit der sich gar nicht erst wieder in einen Spielrausch steigert. Als fast unbemerkte Nummer 49 der Weltrangliste. Wie schafft man es eigentlich, sich so mehr oder weniger von der Öffentlichkeit fast unbemerkt in diese hohen Sphären zu arbeiten? Woran lag das? Ja, daran habe ich keine Schuld. ich habe zwei Turniere gewonnen, das ist außergewöhnlich. Und dieses Jahr haben noch nicht so viele deutsche Turniere gewonnen. Ich glaube, der Boris hat eins gewonnen, der Michael noch keins. Und ich habe zwei gewonnen, das ist natürlich super für mich. Und das ging vielleicht ein bisschen unter. Aber wie gesagt, an mir lag es nicht. Warten wir es ab. Vielleicht wird er in ein paar Stunden ja nicht mehr so unbemerkt über die Anlage schreiten können. Auch Martin Sinner für Sie eine feste Größe sein wird. 27 Jahre ist er alt, hat harte Jahre hinter sich. Drei Operationen, 89, 91 und 93 am Sprunggelenk des linken Fußes. Wir wollen aber der Vollständigkeit halber die beiden noch einmal mit ihren Daten vorstellen. Anfangen tun wir natürlich mit Jimmy Connors, geboren am 2. September 1952 in Belleville, Illinois. Das heißt, er wird 43 Jahre alt. In diesem Jahr nur 1,87 groß, 1,78 groß, pardon, für heutige Verhältnisse fast zu klein, wenn man denkt, wie groß inzwischen alle Tennisspieler sind. Noch eine Minute. 109 Grand Prix-Siege, 59 Mal Final. Das ist sein Gegner, Martin Sinner, geboren in Koblenz, 27 Jahre alt, 1,80 Meter groß. Und dank seiner großen Erfolge in diesem Jahr eine Steigerung auf Platz 49 der Computer-Weltrangliste. Er hat nicht nur diese zwei Grand Prix-Turniere gewonnen in Kopenhagen und Johannesburg, sondern unter anderem auch Jewgeni Kafelnikow, die Nummer 1 hier in München in der ersten Runde geschlagen. Das zeigt seine Qualitäten. Für ihn wird das hier ein Riesenspaß, ein tolles Erlebnis, das er sicher nicht vergessen wird. Wir wollen uns noch mal kurz anschauen, was hier vorher los war mit dem Platz, dem so viel diskutierten. Da würden Föhns zu Hilfe genommen, um die Grundlinie abzutrocknen, denn hier wird mit Hochdruck so 10, 15 cm tief ins Wurzelwerk des Rasens Wasser hineingeschossen, damit die Wurzeln sich besser verankern. Der Versuch, die Grundlinie zu trocknen, man tut hier alles, um den Center Court jetzt so gut wie möglich zu präparieren. Der Center Court ist jetzt fast komplett voll. Für Halle sicher ein weiterer Höhepunkt, Jimmy Connors hier in der zweiten Runde erleben zu dürfen. Und man wird sehen, ob er den Einzug ins Viertelfinal schafft. Eine ganz interessante Einschätzung von Niki Pilic möchte ich Ihnen noch geben, der hier vor knapp einer Stunde gesagt hat, wenn dieses Spiel auf Hartplatz stattfinden würde, dann wäre Jimmy Connors mein Favorit. Also eine sicher schwere Aufgabe für Martin Sinner unter den Augen des Schiedsrichters Rudi Berger. Und jetzt wollen wir dieses Spiel genießen. Love.
30-0. 30-0. Martin Sinner ist ein guter Allrounder, der nicht unbedingt Surf and Volley liebt, aber durchaus sehr gute Flugbälle besitzt. Ist auch ein sehr guter Doppelspieler. Das Dach hier auf dem Center Court, das sich in knapp einer Minute öffnen lässt, ist sicherheitshalber heute geschlossen worden. 40-15 Aufschlag Sinner. Spiel Sinner. Und der Stuttgarter geht mit 1-0 in Führung. Erstes Spiel, First Game. Jimmy Connors ist für einen 42-Jährigen wirklich fantastisch fit, muss man sagen. Er hat keinen Gramm zu viel. Die Reaktionen, die Reflexe stimmen noch. Natürlich kann er die biologische Uhr nicht anhalten. Aufschlag Connors. Aber einen so guten 42-Jährigen wird es, glaube ich, im Moment im Welttennis nicht geben. Aufschlag Jimmy Connors. So einen kleinen Eindruck der Spielstärke von Sinner haben Sie jetzt. Er schlägt enorm hart, nicht nur auf der Vorhand, sondern auch auf der Rückhandseite. Jimmy Connors hat sich sehr vornehm über die Qualitäten des Center Courts geäußert, der durch die notwendige Qualifikation hier gelitten hat. Ein sehr interessanter Belag, hat er gesagt. Martin Sinners Hoffnung war, so sagt er mir jedenfalls, dass er sich frühzeitig absetzen könne, damit er hier gar nicht erst die
diesen riesen Druck spüren und ertragen muss. Die Zuschauer, der große Name auf der anderen Seite, während Jimmy Connors den Schläger wechselt. Also im Moment läuft es für ihn so, wie er sich das vorgestellt hat, bis zu diesem Zeitpunkt zumindest. Aufschlag gehalten und ein schnelles Break. Applaus für Jimmy Connors, der bisher erst 4 Punkte erzielen konnte und der dringend ein bisschen Aufmunterung gebrauchen kann. Hat er ein Händchen? Schade, schade. Die Chance zum Einstand, knapp war diese Vorhand von Jimmy Connors im Aus. Damit baut Martin Sinner seinen Vorsprung aus auf 3:0. Trailer for sale or rent. Rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, oh, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 4-bit room. I'm a man of means by no means, king of the road. Das sind die Füße von Martin Sinner. Der linke war es, der dreimal operiert wurde und der hier deutlich zu sehen bandagiert ist. 3 Operationen in 4 Jahren. Schnelle Plätze einnehmen. Wer weiß, welche Karriere er sonst genommen hätte. Anfang des Jahres noch die Nummer 124 der Weltrangliste. Bitte. Hat er einen Riesensprung geschafft auf die Position 49 und führt jetzt mit 3:0.
Unter den Beifall für Connors mischt sich jetzt auch Anerkennung für die gute Leistung bisher von Martin Sinner. Vorhand Slice als Angriffsball von Jimmy Connors gespielt. Er schafft es im Moment noch nicht, seinen Aufschlag zu stabilisieren. Und das wäre natürlich gegen den druckvollen Martin Sinner ganz wichtig. Teilte Martin Sinner mal das Schicksal seines Freundes Michael Stich, mit dem er ja früher Doppel gespielt hat. Er schlägt am Ball vorbei. Spiel Connors. Und erstes Ass und erstes Spiel Jimmy Connors. Und sofort ist die Stimmung wieder hoch oben. Sinner führt 3-1, 3-1. Mit sehr viel Schnitt weit nach außen serviert dieser Linkshänderaufschlag. 1-3. Punkte, die die Zuschauer hier sehen wollen. Der alte Fuchs bleibt ruhig, nachdem er den Return gut zurückgebracht hat. Mit viel Überlegung passiert er den Deutschen. Beide 40-30.
14-13. Nach 0:30 gewinnt Martin Sinner 4 Punkte hintereinander. So, wir sind wieder zurück von der DTM zum Turnier nach Halle, wo Jimmy Connors mit 1:4 zurückliegt. Er startete auch verhalten gegen Sebastian Larrot, ein Spätstarter, aber er kam dann immer besser ins Match. Man hat auch hier den Eindruck, dass er jetzt langsam warm ist. Versucht alles, was möglich ist. Aber Martin Sinner spielt natürlich sehr hart. Und dann muss man sagen, nicht so nervös wie der Kanadier, der erste Gegner von Jimmy Connors. Auch die Pfiffe der Zuschauer können Rudi Berger nicht umstimmen. Er hat den Ball deutlich im Ausgesehen. 0:15. Die Späßchen, die man bei Jimmy Connors so liebt. Früher der größte Pfleger auf dem Tennisplatz, wenn Sie sich erinnern. Und dann die Wandlung vom Saulus zum Paulus. Und wir werden vielleicht noch ein paar solche Einlagen hier von ihm sehen. Die Zuschauer empfinden jeden Fehler
von Jimmy Connors, beinahe wie einen eigenen körperlichen Schmerz. Und sie beklatschen jeden Spielgewinn, als hätten sie selbst gewonnen. Jimmy Connors verkürzt auf 2-4. Ass Nummer 2, 30-15. 30-15. Er zieht nach wie vor unbeirrt sein Spiel durch, wirkt nicht sonderlich belastet durch die Sympathien der Zuschauer für Jimmy Connors. Überzeugende Leistung bisher von der Nummer 49 der Computer-Weltrangliste von Martin Sinner. Und wir gehen mal kurz nach Mainz zu den heute Schlagzeilen. Und was kann feiner sein als ein Jimmy Connors hier in Halle auf dem Center Court? 15 beide bei eigenem Aufschlag. Spiel 3-5, was auch immer in diesem Satz passiert. Es ist auf jeden Fall ein respektables Zwischenergebnis gegen den viertbesten Deutschen hinter Boris Becker, Michael Stich und Bernd Karbacher.
0, 15 love. Er kämpft wie in seinen allerbesten Tagen, der ja jeden Ballwechsel so ernst nimmt, als sei er der entscheidende Jimmy Connors. Er versucht mit allen Raffinessen Jimmy Connors tief vor die Füße von Sinner gespielt. 30 beide. Jetzt etwa nerven, so kurz vor Satzende. Versatzball, Breakchance für Jimmy Connors. Und viele der Zuschauer hier haben den Amerikaner in seiner Glanzzeit erlebt und genossen. Und er ist im Aus. So schnell kann es gehen, 5-2 geführt. Und jetzt verliert Martin Sinner zum ersten Mal seinen Aufschlag, oder besser gesagt, Jimmy Connors schafft das Break. Da um diese Uhrzeit viele Kinder und Jugendliche vor dem Fernsehapparat sitzen, möchte ich den Jimmy Connors noch mal etwas näher bringen, denn Tennisgeschichte wurde weit vor Steffi Graf und Boris Becker geschrieben. Jimmy Connors war 159 Wochen ununterbrochen die Nummer 1 in der Welt, das heißt mehr als 4 Jahre, insgesamt 263 Wochen, mehr als 3 Jahre und insgesamt 263 Wochen Rekorde, die Tennisgeschichte geschrieben haben. Verlobt 1974 mit der legendären Chris Evert, die leider auch nicht mehr spielt. Inzwischen Vater zweier Kinder, sein Sohn, das ältere Kind Brad hat er mitgebracht, der ist inzwischen 16. Hat mit Tennis nicht allzu viel am Hut, er spielt lieber Golf und hier ist eine wunderschöne Golfanlage in der Nähe, habe ich mir sagen lassen. Und Jimmy Connors genießt seinen Sport und seine Zeit hier. Jim, genannt Jimbo, einer der weltgrößten Tennisspieler aller Zeiten.
15-0. Connors braucht die etwas längeren Ballwechsel, das ist klar. Und wenn es ihm zu schnell wird, dann nimmt er gelegentlich mal das Tempo raus. 15-0. Jetzt nimmt er wahrscheinlich eine kleine Auszeit, denn diese Sprints und dieser Kampf, die kosten enorm viel Kraft. Es war für ihn sicher wichtig, dass er nach dem Spiel gegen Laroe einen Tag Pause hatte, um zu regenerieren. 15 Beile. Diese Geste sagt alles, aber er beschwert sich nicht, denn auch sein Gegner hat mit denselben Verhältnissen zu kämpfen. 40-30. Sie wollen, dass dieser Satz in die Verlängerung geht, zumal Jimmy Connors jetzt zweimal Pech hatte. Der war natürlich auch mit viel Gefühl und mit viel Linkshänderschnitt serviert. Ganz weit raus auf die Rückhandseite von Martin Sinner. Und nach 2-5 steht es jetzt 5 beide.
15 love. Fehler von Jimmy Connors. Diesen Ball, wo er zaubern wollte, da wäre natürlich die andere Seite viel besser gewesen. 30-0. Und Ass Nummer 3. Das habe ich mir gedacht, dass der junge Mann da vielleicht sogar Hilfe braucht. Denn Sinner schlägt enorm hart auf. Zweites Service. Spiel Sinner. Schön ist es auf jeden Fall, dass diese Partie eng und damit spannend bleibt. Martin Sinner schafft es, diesen Lauf von Connors zu beenden, nachdem er ja zwischenzeitlich mit 5-2 geführt hatte und den Ausgleich des Amerikaners hinnehmen musste. Jimmy Connors spielt natürlich mit deutlich weniger Tempo als Sinner, aber er macht erstaunlich wenige Fehler, enorm sicher, da merkt man ihm natürlich auch noch an, nicht nur seine alte große Klasse, sondern dass er gelegentlich mit denen aus vergangenen Zeiten spielt, er ist vor dem Training und auch sein Köpfchen und sein Händchen sind ganz wichtige Faktoren dafür, dass diese Partie bisher relativ ausgeglichen verläuft. Eine Aufschlagstudie von Sinner, der sich immer mehr auch in den erweiterten Kreis des Davis Cup Teams drängt. Niki Pilic sagt, wenn er mit Leistung überzeugt, mir kann Konkurrenz nur recht sein. Vielleicht der schönste Ballwechsel bisher.
Jimmy Connors läuft jetzt auf vollen Touren und hat vielleicht auch ein wenig durch sein konstantes Spiel Martin Sinner den Schneid abgekauft. 40-15. Der zweite Volley-Fehler, wenn ich es richtig gezählt habe, von Jimmy Connors, der hier ein wenig aus der Balance kam, aber immer noch ein Spielball. Prima Return von Sinner, Winkelspiel und unerreichbar für den Amerikaner. Einstand. Vorteil Sinner. Und dieser Notreturn bringt Martin Sinner den ersten Satz bei. Die Zuschauer wollen zumindest den Tiebreak sehen, das ist klar. Sinner ist es egal, er will hier den Erfolg. Satzball Nummer 2 nach diesem kuriosen Ballwechsel. Platzfehler, ein Notschlag von Sinner und ein hoher Rückhandflugball, den Jimmy Connors nicht nutzte. Kein Kommentar, sagt dieser Blick. Wenn es denn einen Tenniscourt gibt, dann war er auf der Seite von Jimmy Connors. Da sieht Martin Sinner natürlich sehr seltsam aus, aber er hat keine Chance. Der schlägt nicht freiwillig am Ball vorbei und Michael Stich ist das ja nun auch etliche Male passiert. Vorteil von auf diesen Forehand-Return muss Jimmy Connors sich jetzt einstellen. Einstand Nummer 4.
bisschen, das wollen wir nicht verhehlen, half der Platz mit. Aber für die Zuschauer natürlich ein fantastischer Matchverlauf hier. 2-5 hinten. Und jetzt zwingt Jimmy Connors, der 42-Jährige, die Nummer 49 der aktuellen Weltrangliste in den Tiebreak. Oh, ist das bitter für Sinner. Er beginnt diesen Tiebreak mit einem Doppelfehler. Gegen Sebastian Larrot musste Jimmy Connors im zweiten Satz in die Verlängerung. Und diesen Tiebreak gewann er mit 7-2. So ging es auch los gegen den Kanadier. Dies ist zwar nur ein Mini-Break, aber immerhin psychologisch ein Riesenvorteil. 3-0 für Jimmy Connors. Ja, ein Tickchen mehr war es vielleicht, aber immerhin 3-1 Führung noch. Diesmal also hält Martin Sinner sein Service, macht 2 Punkte bei eigenem Aufschlag und verkürzt auf 2-3. Schade. Und Jimmy Connors ärgert sich, denn er weiß, dass das eine Riesenchance war. Bei den Trio. Denn Lob etwas zu vorsichtig, zu passiv gespielt. Da kommt diese Szene jetzt. Etwas mehr Tempo, etwas mehr Topspin, dann wäre es gut gegangen. So aber verliert auch er 1 Punkt bei eigenem Aufschlag. 3-2. Bei den
4. Also ich glaube, man muss lange nachdenken. Wann hat Sinner das letzte Mal Serve and Volley gespielt? Dies zeigt, wie beeindruckt er doch ist von der Leistung Jimmy Connors. Und Doppelfehler Nummer 3. Zwei davon hat er in diesem Tiebreak serviert. 5-4 Führung für Jimmy Connors, der jetzt zweimal seinen Aufschlag durchbringen müsste. Beide Pfeifer. Wenn es denn in Connors Spiel einen etwas schwächeren Schlag gab, auch zu seiner allerbesten Zeit, als er das Welttennis dominierte, wie er wollte, dann war es die etwas glatte, meist mit hängendem Schlägerkopf gespielte Vorhand. Schön. Und Satzball jetzt für Martin Sinner. 0-3 lag er hinten. 4-5 bei eigenem Aufschlag. Und jetzt der erste Satzball. Aber die Zuschauer wollen nach wie vor Jimmy Connors. Also dieser erste Satz ist mehr als nur ein Achtungserfolg für Jimmy Connors, egal wie er ausgeht. 6-2, einen Satzball abgewehrt gegen die Nummer 4 im deutschen Tennis, gegen Martin Sinner, der sich in diesem Jahr unter die Top 50 gespielt hat in der Welt. Das ist ein super Ergebnis. Fingerspitzen, die Jimmy Connors vorhin bei seinem eigenen Lob gezeigt hat, zu lang. Und nun also, da haben wir den Abdruck. Und nun also der erste Satzball für Connors. 2 Mini-Breaks gelangen ihm und jetzt hat er zum ersten Mal Satzball. Bitte. Danke. Der erste Aufschlag kommt nicht im Break. Jetzt, wo er ihn so dringend gebrauchen könnte.
Vor einem Satzball Nummer 2 für den Amerikaner, nur mit dem einen kleinen Unterschied, dass jetzt Martin Sinner zweimal servieren darf, wenn es dennoch zu zwei Aufschlägen kommt. Verunglückter Lob und jetzt, ja, Jimmy Connors bleibt stehen. Hat den Ball, der nicht ganz sauber wegsprang, mit dem Rahmen erwischt. Nun zweiter Satzball für Martin Sinner. Und da riskiert Sinner zu viel. 9 beide. Nach jeweils 6 gespielten Punkten werden da die Seiten gewechselt. Ein ungemein spannender erster Satz. Jeder hat hier bisher 2 Satzbälle gehabt. Keiner den Satz nach Hause bringen können. Und jetzt sieht es vielleicht ein wenig besser aus für Jimmy Connors, der allerdings bei eigenem Service die letzten 5 Punkte jeweils über den zweiten Aufschlag angehen musste. Und Satzball Nummer 3. Etwas mehr als eine Stunde ist jetzt hier auf dem Center Court gespielt. Und Jimmy Connors fightet, er kämpft wie in allerbesten Zeiten. 10-9, dritter Satzball. Nach diesem Anfangsverlauf des Satzes 3-0 Führung für Martin Sinner, die deutsche Nummer 4, habe ich gedacht, hoffentlich erzielt Jimmy Connors ein achtbares Ergebnis. Nun gewinnt er den ersten Satz. Und die Frage, die sich stellt, ist die, was macht nach wie vor seine Stärke aus? Er hat sich zum einen seine Kraft sehr gut eingeteilt, ist ja auch in der ersten Runde langsam gestartet. Er weiß, dass er mit seinem Körper, mit seinen Kräften und Reserven haushalten muss. Sein Wille ist ein ganz wichtiger Faktor. Seine enorme Sicherheit nach wie vor in den Grundschlägen und auch bei den Volleys, obwohl ihm da 3 Fehler an wichtigen Stellen unterliefen. Er volliert aber nach wie vor sehr gut und er spielt ruhiger als sein Gegner, als Martin Sinner. Und der hat sich beeindrucken lassen von Jimmy Connors, nicht nur von dem großen Namen, sondern auch von der Art und Weise, wie Connors spielt, von seiner Stärke, von seiner Raffinesse und auch von der Tatsache, dass dieser Mann mit 42 nach wie vor enorm schnell ist und dass er taktisch sehr schwer auszurechnen ist. Also 7-6 Connors, erster Satz, Aufschlag hat der Amerikaner. 15-0, 15 Love.
30-0. Und jetzt spielt Connors wie aufgedreht. Ihm ist natürlich auch ein Riesenstein vom Herzen gefallen, dass er diesen ersten Satz noch gewinnen konnte, denn über drei Sätze will er natürlich nicht gehen. Fauxpas-Metz mit der weiteren Rückhand wurde er sich nicht noch einmal leisten. Jimmy Connors geht zum ersten Mal in diesem Spiel überhaupt in Führung. Und wir wollen uns nochmal, liebe Zuschauer, den letzten Punkt anschauen, der vielleicht symptomatisch ist für die Einstellung von Jimmy Connors, der mit aller Macht jetzt versucht, dieses Spiel endgültig an sich zu reißen. Dieses Aufschlagspiel klar dominierte und jetzt aber ein Ass nehmen muss. Rechts die Frau von Michael Stich, der ja mit Martin Sinner befreundet ist. Martin Sinner probiert natürlich jetzt, Connors unter Druck zu setzen, weiß, dass er das Tempo anziehen muss. Aber mit solchen Bällen geht das natürlich nicht. Sinners Blick zu Rudi Berger, der Ungläubige, und Jimmy Connors hat längst die Seiten gewechselt, ein Ass. Das hat er mit dieser Geste angezeigt, dank von Sinner und 30 beide. Vier Doppelfehler insgesamt. Und Break Chance für Connors. Spiel Connors. Na, Jimmy Connors hat mit seiner ruhigen und souveränen Art Martin Sinner inzwischen doch aus dem inneren Gleichgewicht gebracht. Der wirkt jetzt etwas hektisch, regt sich noch einmal auf über die Entscheidung auch bei seinem letzten ersten Aufschlag. Und Rudi Berger versucht ihm nochmal zu erklären, der Aufschlag war fehl, während Jimmy Connors
mit dem Publikum spielt, mit ihm flirtet. Er weiß, nicht nur dort in der Ecke, überall hier sitzen seine Fans. Dieser Rückgang auf die Linie und dann ebenso schöner Volley, 30-0. 30 Love. Das Können eines Martin Sinner blitzt im Moment leider zu selten auf. Also jetzt läuft das Spiel des Amerikaners wirklich rund wie ein Uhrwerk. 7-6, 3-0 Führung für Jimmy Connors. Ständig im Rampenlicht. Keine ruhige Minute. Jetzt. Rexona Intensiv Duschgel. Power pur. Neu, das Rexona Intensiv Duschgel. Dass Connors zum letzten Mal vor 3 Jahren auf Rasen gespielt hat, mag man eigentlich kaum glauben. Aber es zeigt einfach, welch toller Tennisspieler er nach wie vor ist. Hat sich hier auf Anhieb zurechtgefunden, auch mit den widrigen Platzverhältnissen. Während Martin Sinner hier im Moment, ihm ist es fast peinlich, genießt es natürlich auch irgendwo, während Martin Sinner hier doch deutlich Wirkung zeigt. Doppelfehler Nummer 5 und diesmal gilt, glaube ich, der Applaus auf den Deutschen, der hier einen Einbruch, hoffentlich keinen permanenten Einbruch, zu verzeichnen hat. Na, knapp war er auf jeden Fall. Biden. 15-0. Thank you.
Auch solche Returns können auf Dauer das Selbstvertrauen ein bisschen anknacksen. 30 beide. Ich bin gar nicht sicher, ob der Netzrichter überhaupt richtig registriert hat, wie gefährlich er da gelebt hat. Also wenn der zweiter Aufschlag hier auf der Linie gewesen wäre, hätte Jimmy Connors, so wie ich ihn einschätze, korrigiert. Martin Sinner kann es nicht fassen. Jede knappe Entscheidung geht gegen ihn. Sechster Doppelfehler und erneut eine Breakchance für den Amerikaner. Ja, das war schwer zu erkennen. Einstand. Ist einfach zu hektisch, auch wenn Jimmy Connors da schon in der Ecke war. Zeit genug hatte er allemal, um seinen Volley technisch sauber zu spielen, ihn sicher zu platzieren. Breakchance Nummer 2. Der war brillant gespielt. Und Jimmy Connors genießt diesen Schlag und den Applaus des Publikums wie in allerbesten Tagen. Schön von außen wieder ins Feld hineingespielt. Eine dritte Breakchance. Und noch so ein super Return. Die Zuschauer feiern Jimmy Connors und ich muss ehrlich sagen, mir tut Martin Sinner jetzt ein bisschen leid. 3:0 geführt im ersten Satz, beim Stande von 6-5 zwei Satzbälle gehabt. Dann im Tiebreak zwei Satzbälle. Und er verliert den ersten Satz mit 11-9, den Tiebreak. Und jetzt 0-4. Und das zeigt, wie es im Innern von Martin Sinner aussieht. Alles war frei und trotzdem spielt er den Ball ins Aus.
verzichten. Fortila. Es ist fast müßig, darauf hinzuweisen, dass er bei knappen Entscheidungen und bei Platzfehlern so häufig im Pech war. Jimmy Connors, wer hätte das gedacht? Der Amerikaner mit einer exzellenten Leistung gegen einen derangierten Martin Sinner. Und ich gebe ab nach Mainz zu heute Schlagzeilen. Und 3 Punkte, liebe Zuschauer, fehlen Jimmy Connors noch vom Einzug ins Viertelfinale. Auf der Linie. 15 Ballgänge. Deutlicher kann man es nicht machen. 15 beide. Doppelfehler, Nummer 7 von Sinner, und jetzt sind es noch ganze 2 Punkte. Doppelfehler Nummer 8 und damit 2 Matchbälle für Jimmy Connors. Er hat nicht nur Martin Sinner hier mit seinem Namen, mit seiner Leistung im zweiten Satz erdrückt. Er spielt auch deutlich besser als in der ersten Runde gegen Larro. Schade, schade, und diese Pippe, die muss er sich vielleicht so gefallen lassen, dass er dieses letzte Aufbleibspiel, ich würde mal sagen, fast sauer runtergespielt hat. Aber die Anerkennung gilt vor allem seinem großen Gegner, Jimmy Connors. 4 Satzbälle hat er abgewehrt, gewann den ersten Durchgang mit 7:6 und dann ein glattes 6:0 im zweiten Satz. Als er hier in Halle antrat, wussten alle nicht, wie stark wird er denn wohl sein, Jimmy Connors, der ja 91 seinen 3. Tennisfrühling bereits hatte, als er in Paris so tolle Leistung ablieferte, bei den US Open noch bis ins Halbfinale kam und dieses fantastische Spiel gegen Quickstein machte, wo er hinter unter Sauerstoffzelt musste. Und jetzt der Abgang eines Triumphators. Jimmy Connors fast wie in besten Zeiten, und auch sein Viertelfinalgegner steht bereits fest. Das wird der Schweizer Olympiasieger Marc Rosset sein, der den Franzosen Olivier Delaitre mit 7:5 und 6:3 besiegen konnte. So viel also vom Center Court, und ich gebe jetzt ab ins Studio zu Magdalena Müller. So, wir warten einen Augenblick, bis Jimmy Connors hier im Flur eintrifft. In der Zwischenzeit ein anderer Fighter, das ist natürlich der Titelsong von diesem Turnier, völlig zu Recht. My Heart is a Fighter, aber hier kommt der andere Fighter schon herein. Nein, noch nicht.
Also, zunächst ein anderer Fighter, Jimmy. Er ist schon da. Wir freuen uns, dass er so schnell vom Center Court hier reingekommen ist. Er muss natürlich noch verkabelt werden. Das ist eine Geschichte von etwa einer Minute. Good morning. Good morning. Wir sehen uns heute zum ersten Mal, deshalb auch das guten Morgen. I did. Everything's been going quite well. Jimmy, ganz ehrlich, wenn man Ihnen gesagt hätte, Sie werden zwei Runden so fantastisch spielen, hätten Sie es von Anfang an geglaubt? Die Zuschauer danken es Ihnen. Oh, you know, I'm happy to have been invited to come and play. Ich habe mich über die Einladung hierher sehr gefreut, aber auf diesem Niveau zu spielen, zwei Runden, und so gewinnen zu können zweimal, das hätte ich nicht geglaubt. Man wusste ja ohnehin, dass das Publikum hinter Ihnen stehen wird, auch wenn ein deutscher Spieler Ihr Gegner sein wird. Sie brauchen die Unterstützung auch und Ihr Spiel wird auch immer besser, wenn Sie merken, dass das Publikum mitgeht. Sie schwimmen ja fast auf einer Sympathiewelle. Ich habe das natürlich lieber, wenn die Leute hinter mir stehen. Für mich war das immer wichtig, aber ich spiele auch für die Leute, die da sind, auf dem Platz. Als ich jünger war, war es vielleicht manchmal nicht so entscheidend wie jetzt, ob ich die Unterstützung der Zuschauer habe. Schön, wenn sie da sind, wenn sie für mich sind. Das hilft mir natürlich gegen einen jungen Spieler, gegen einen Deutschen hier. Das ist gar keine Frage. Können Sie sich überhaupt erinnern, wann Sie in Deutschland mal gespielt haben? Es waren ja noch nicht Boris Becker und Michael Stich auf dem hohen Niveau, als Sie Ihre besten Zeiten hatten, als Sie die Nummer 1 der Welt waren. Dieser Boom kam ja erst mit Boris Beckers Wimbledon-Sieg. Haben Sie vorher überhaupt mal in Deutschland gespielt? Können Sie sich daran erinnern? I did. I played in Hamburg. In Hamburg habe ich gespielt, in Stuttgart, in München, doch mehrere Male in den 70er Jahren, auch in Deutschland. Und das hat mir sehr viel Freude gemacht. Und es war immer, die Stadien waren immer ausgebucht und das Interesse war riesig hier in Deutschland. Und die Unterstützung, die Leute auch geben hier. Die bringt natürlich das Beste aus dem Spieler heraus. Das macht Riesenspaß. Sie haben ja jetzt die Nummer 49 der Weltrangliste geschlagen. Kommen da Überlegungen, ich könnte eigentlich wieder einsteigen? No. Nein. Überhaupt nicht. Ein, zwei Turniere über das Jahr auf der ATP-Tour, das macht Spaß. Ich habe sonst ja auch mit der Over 35 sehr viel zu tun, mit der Seniorentour. Und es freut mich einfach, auf diesem Niveau noch spielen zu können und die erforderliche harte Arbeit noch zu schaffen, damit das geht, gegen die großen Jungen heute anzutreten. Das ist super. Also wenn man Jimmy Connors kennt, dann kann man sich auch vorstellen, dass es ihm ein innerer Fronleichnamszug, sagen wir, sein wird, gerade die jungen Spieler noch zu schlagen. Natürlich eine Riesenfreude. Aber das gelingt ja nun auch nicht jeden Tag. In dem Alter kann man das nicht jede Woche hintereinander machen. Aber zu wissen, dass der Zeitpunkt immer mal wieder auch kommt, dass man es noch drauf hat, dass das jahrelang noch geht, dann bis in dieses Alter, das ist eine sehr, sehr große Befriedigung. Aber ich möchte mich natürlich heute auch sehr viel um meine Familie und um andere Dinge kümmern, bevor die Kinder groß sind und aus dem Haus. Sie können aber vielleicht noch darauf warten, bis Ihre Söhne dann gegen Sie antreten. Nicht auf der Tour. Nein, meine Kinder haben mit Tennis nichts am Hut. Überhaupt nicht. Hatten Sie auch gar keinen Wunsch, dass Sie überhaupt ein bisschen spielen, oder hatten die Kinder von Anfang an gar nicht den Wunsch, Tennis zu spielen, um auch nicht mit dem Vater verglichen zu werden? Die haben immer wirklich sehr großen Wert darauf gelegt, ihre eigenen Sachen zu machen. Tennis war auch durch mich ihr Leben. Und sie haben natürlich angefangen, Tennis zu spielen. Aber sie haben sich für einen anderen Weg entschieden. Und das ist auch okay. Mein Sohn, der 16 ist, spielt Basketball und Golf.
That's right. Richtig, but also my little girl, Aubrey, who is aber Aubrey, meine 10-jährige Tochter, auch, aber die ist so mehr an den künstlerisch-kreativen Dingen orientiert, Klavier, Jazz und so weiter. Das ist ihr Leben. Die wissen alles vom Tennis, die sind glücklich, dass es Tennis gibt, aber auch, dass sie draus bleiben können. Und davor habe ich viel Respekt. Wir freuen uns natürlich, dass Sie morgen wieder dabei sind. Und zwar ist Ihr Gegner dann Marc Rosset, der Olympiasieger, also wieder ein Vergleich gegen einen der großen Spieler, die wir in der jetzigen Zeit haben. Haben Sie irgendwelche Erwartungen oder sagen Sie einfach, ich will hier einfach nur so gut spielen und das Publikum begeistern? That's it. I just go out and give my best. Ich gehe raus, gebe, was ich geben kann. Ich habe Marc oft spielen gesehen. Ich weiß, er ist ein Riesenaufschläger zum Beispiel, spielt sehr stark, besonders auf Rasen. Kommt das natürlich zum Tragen, aber ich werde versuchen, einfach wach zu sein und so gut zu spielen, wie es geht. Egal wie der Ausgang ist, ich bin jetzt schon sehr glücklich und für mich zählt nur, dass ich weiß, ich brauche mich nicht zu verstecken. Vielen Dank, Jim. Ich hoffe, wir sehen uns morgen Nachmittag wieder. Martin Sinner ist bereits hier im Studio und ich nehme an, Sie werden jetzt natürlich von den Kollegen der Presse natürlich noch ausgefragt werden zu diesem Match und wir freuen uns auf das Spiel morgen. Also bevor wir dann mit Martin Sinner weitersprechen, den Fighter, das ist der Titelsong des hiesigen Turniers, My Heart is a Fighter, und den wird Ihnen jetzt Erwin Dooms nahebringen. Thank you, Jim. My pleasure. It was a pleasure. Thank you. Es war eine kleine Verschnaufpause, liebe Zuschauer. Martin Sinner ist jetzt im Studio 5-2 geführt und dann doch noch glatt verloren. Wie kann man das erklären gegen diesen Jimmy Connors? Ja gut, es war nur im Grunde nur ein Break. Ich hab's recht souverän gespielt, habe ihn am Anfang überrascht, im zweiten Spiel habe ich ihn gleich geprägt, hat er vielleicht auch noch nicht so ganz aufgepasst bei seinem Aufschlag und ich habe einige gute Returns gespielt. Ja, und dann plätschert das Spiel so ein bisschen dahin, ich habe eigentlich ganz gut aufgeschlagen und dann hat er bei 5-3, hat sich immer besser auf meine Aufschläge eingestellt und dann habe ich vielleicht ein, zwei, ich weiß nicht mehr genau, was in diesem Spiel war, irgendwelche größeren dummen Fehler habe ich eigentlich nicht gemacht, ich habe irgendwie meinen Aufschlag verloren. Und dann war das Spiel wieder ganz offen. Ich meine, es ist nur ein Break. Und wie man gesehen hat, ich hatte im Tiebreak sehr viele Chancen, Satzbälle. Und da hatte ich mehrere. Da muss ich sagen, da hatte ich also wirklich sehr viel Pech. Ich glaube, zweimal habe ich direkt vorbeigeschlagen am Ball, weil er versprungen ist. Und einmal ist er mir unten, habe ich ihn irgendwie noch im Rahmen getroffen. Da hatte ich natürlich sehr viel Pech. Und und das war natürlich. Das ist tödlich gegen einen, der jede Chance nutzt. Ja gut, man hatte auch im zweiten Satz immer eine Chance, weil man hat ja nicht den ersten Satz irgendwie glatt verloren, aber war eindeutig schlechter. Also es ist ja immer noch eine Chance da. Also nachdem ich dann sofort wieder meinen Aufschlag verloren habe und gemerkt habe, dass er überhaupt gar keine Probleme hat zu returnieren. Mhm. Tut es weh dann, wenn das Publikum pfeift und Sie geben wirklich das Allerletzte, was man geben kann? Ja, natürlich ist es ist so ständig, dass die Leute für ihn sind, aber ich meine, ich bin Deutscher und man hätte mich vielleicht auch ein bisschen mehr unterstützen können. Ich meine, ich sehe das ein, er ist sehr populär und die Leute wollen ihn gewinnen sehen, die wollen ihn morgen auch nochmal sehen. Aber ich meine, ich spiele hier im eigenen Land. Im eigenen Land, da erwartet man auch ein bisschen mehr Unterstützung und vielleicht auch ein bisschen mehr Anerkennung, wenn einem gute Bälle gelungen sind. Aber das ist ja auch ja, gut, passiert. Ich wusste ja, dass es so wird. Ich meine, man kann sich das ja vorstellen, das war im ersten Spiel und so. Es war ein ähnlicher Verlauf und ich hatte den Eindruck, es ist einfach so, wenn dieser Turbo, einige Zuschauer hatten auch das Plakat Turbo aufgehängt, wenn dieser Turbo eingeschaltet ist, dann kannst du diesen Mann nicht mehr bremsen, auch mit dem Willen nicht mehr. Er spielt sich in eine Euphorie. Ja, er hat einfach gut gespielt an dem zweiten Satz. Er hat fast keinen Returnfehler mehr gemacht. Ich bin vorgegangen auf alles, was ging. Und er hat die Bälle einfach vorbeigespielt. Ich